Ja, hallo, mal wieder willkommen zum neuen Video aus der Werkstatt. Und ihr seht, wir haben jetzt doch den KYMCO Super 8 hier stehen. Denn obwohl ich das ja eigentlich nicht vorgehabt habe, habe ich mich jetzt entschlossen, doch mal ein Video damit zu machen. Denn das ist ein Fall, das ist schon relativ interessant. Und ich hatte es ja, wie ich euch den Roller neulich mal kurz gezeigt habe, schon gesagt, das ist ein KYMCO Super 8 Viertakter. 50 Kubik Ausführung. Fahrzeug gehört nicht mir, das ist das Fahrzeug von einem lieben Bekannten von mir. Und das Problem ist, der springt nicht, beziehungsweise nur unglaublich schlecht an. Also mit dem Elektrostarter hat man jetzt, wenn er kalt ist, überhaupt keine Chance. Da passiert gar nichts. Mal hören. So, und das können wir machen, bis die Batterie leer ist und es passiert nichts. Und das nächste ist, das ist dann nach dem Problem mit dem Elektrostarter das Ärgerlichste, denn der Kickstarter hier, da passiert auch nichts. Der Kickstarter nimmt aus irgendwelchen Gründen den Motor nicht mit. Da haben wir schon erst gedacht, das ist der Mitnehmer im Deckel, den haben wir getauscht, das hat nichts gebracht, wie ihr seht. Aber gut, das gucken wir uns mal zusammen an. Um jetzt das Problem zu lösen, denn selbst wenn der Kickstarter ginge, er würde wahrscheinlich nicht anspringen. Ich bin mir nicht mittlerweile relativ sicher zu wissen, woran das liegt. Und ich glaube nicht, dass das ein Treibstoffproblem ist. Wir machen jetzt mal ein kurzes Experiment. Ihr seht ja, ich habe jetzt mal den Luftfilter ausgebaut, dass wir mal hier offenen Zugang an den Ansaugstutzen bzw. an den Ansaugtrakt haben. Denn ich glaube, das liegt an der Treibstoffzufuhr, dass der Roller nicht bzw. so unglaublich schlecht anspringt. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir geben dem jetzt mal die übliche Methode, einen Schuss Starthilfespray, etwas größeren, direkt an den Ansaugstutzen und jetzt probieren wir es mal. Und schon läuft er. Das Problem ist einfach die initiale Treibstoffzufuhr. Aber wenn er erstmal Sprit gekriegt hat, dann läuft er. Und jetzt läuft er auch. Und jetzt kann man ihn auch fahren. Das Ganze ist höchstwahrscheinlich eine Vergasergeschichte. Und wie komme ich jetzt da drauf? Das ist in dem Fall eine, ich sage jetzt mal, relativ naheliegende Diagnose. Und zwar, wie mir der Besitzer das Fahrzeug gebracht hat. Ist auch schon einige Wochen her. Wir haben seitdem zusammen mehrmals dran gearbeitet. Und das Erste, was mir aufgefallen war, dieser Vergaser hat eine Beschleunigerpumpe. Und die wird hier von diesem Federblech aktiviert. Wenn man Gas gibt, wird das dann mit unten der Pumpenkolben der Beschleunigerpumpe bewegt. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil das alles falsch zusammengebaut wurde. Aber hier dieser gesamte Mechanismus, der war einfach komplett falsch angebracht und dadurch ging die Beschleunigerpumpe überhaupt nicht. Und das ist schon mal verdächtig. Denn es ist wohl auch so, also nach dem, was mir der Besitzer erzählt hat, dass das Problem hauptsächlich auftritt, seitdem der Roller in einer Werkstatt war für einen Service. Und wir haben dann den Vergaser aufgemacht, um ihn sauber zu machen. Der Roller war aufgrund der Probleme jetzt längere Zeit gestanden. Der Vergaser war auch ziemlich verdreckt und verklebt. Also er lief gar nicht mehr. Aber beim Vergaser aufmachen haben wir was gefunden, was ich euch jetzt auch ganz gerne noch mal zeigen möchte. Wenn man jetzt genau guckt, ohne Schwimmbadkammer, dann sieht man hier den Schwimmer, ist klar. Das ist die Hauptdüse und hier sollte die Nebendüse sein. Und wenn ihr das euch genau anguckt, seht ihr, dass die abgebrochen ist. Da ist da drin. Da ist der Schaft von der Nebendüse ist in der Bohrung für die Düse weggebrochen. Das kriege ich jetzt leider, die Kamera fokussiert sich jetzt nicht gescheit, aber ich glaube, man sieht es trotzdem ganz gut. Und das kann so eigentlich nicht ordentlich funktionieren, denn wenn man sich das jetzt mal hier von der Seite anguckt, wenn der Vergaser eingebaut ist, weil der steht ja jetzt auf dem Kopf, was jetzt unten ist, ist normalerweise oben. Wenn der Pegelstand im Vergaser sinkt, fällt der Schwimmer nach unten, es läuft Treibstoff ein und die Schwimmerkammer füllt sich. Wenn wir jetzt mal die Schwimmerkammer hier noch daneben halten, dann sehen wir, da stecken wir so ruhig mal drauf, dann sehen wir, dass ungefähr hier ist das maximale Niveau von der Schwimmerkammer. Das heißt, die Düsen sollten eigentlich beide den Treibstoff berühren. Die Hauptdüse tut es auf jeden Fall, die Nebendüse abgebrochen nicht. Denn ich denke, das war jetzt also meine Vermutung, ohne es sicher zu wissen, dass eine Nebendüse hier reingehört, die über den Düsenstock übersteht und den Treibstoffpegel berührt. Und so den Motor mit Treibstoff versorgt. So wird der Treibstoff in die Nebendüse gesaugt. Das Problem ist, man könnte jetzt einfach eine Nebendüse kaufen, aber wir kriegen diesen abgebrochenen Stummel hier nicht heraus. Keine Chance. Und aus dem Grund haben wir jetzt einen gebrauchten Vergaser besorgt für das Fahrzeug. Und das ist dieser hier. Und wenn man jetzt sieht, hier, der ist ein bisschen anders. Das ist ein ganz klein wenig anderer Vergasertyp. Der kommt aber auch aus einem Super 8 und ist gebraucht. Und angeblich, da müssen wir jetzt dem Verkäufer vertrauen, angeblich hat der bis zuletzt ordentlich funktioniert. Die Hauptdüse ist auch die gleiche Größe wie in dem anderen Vergaser. Und man sieht jetzt hier haben wir eine Nebendüse, die übersteht. Und damit dann eigentlich das Treibstoffniveau berührt. Denn wenn jetzt der Schwimmer unten ist, so wie jetzt, das ist die höchste Position,
dann ist die Nebendüse ungefähr auf einer Höhe mit dem Schwimmerkörper. Das heißt, die Nebendüse müsste gerade so die Treibstoffoberfläche im Vergaser berühren und so den Motor mit Treibstoff versorgen. Und was wir jetzt machen, wir machen jetzt den Vergaser ordentlich sauber, ich blase die Düsen mal durch, dann bauen wir einen anderen und probieren was. Schauen wir einfach mal, ob wir jetzt was Ordentliches gekauft haben oder ob der Vergaser glump ist. Das sehen wir dann schon. Gut, der Vergaser ist jetzt drin. Jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Der Motor wird jetzt auf keinen Fall sofort anspringen, weil selbst wenn alles in Ordnung ist, der Vergaser ist leer. Es dauert jetzt einen Moment, bis sich der Vergaser mit Treibstoff gefüllt hat. Das müssen wir jetzt auf jeden Fall bedenken. Aber er ist angesprungen. Ohne Starthilfespray, ohne großen Ball. Gut, er ist auch wieder ausgegangen, was jetzt wahrscheinlich an der Einstellung von dem Vergaser liegt. Schauen wir mal, dann wir mal Standgas ein bisschen erhöhen und probieren es nochmal. Das erhöhte Standgas funktioniert. Dann nehmen wir euch mal vom Stativ runter. Gehen wir eine Runde um den Rad. Ja, das schaut doch schon mal sehr gut aus. Ein bisschen Gas geben. Standgas ist immer noch etwas niedrig. Ja, immer noch zu niedrig. Drehen wir es einfach mal ziemlich hoch. Das ist jetzt auf jeden Fall viel zu hoch. Weil er einfach jetzt ohne Luftfilter läuft. Also ist egal. Schauen wir mal. Das Choke-Modul muss warm werden mit der Zeit. Lass man einfach mal eine Zeit lang laufen, dann sehen wir schon. Der läuft jetzt fast eine Viertelstunde recht schön. Das Choke-Modul wird spürbar warm. Das scheint also zu funktionieren. Standgas passt jetzt. Leerlauf-Luftkorrektur habe ich nochmal nachgedacht. Gut, mittlerweile ist der Luftfilter wieder dran. Gasannahme. Jetzt bin ich ja nicht ganz zufrieden. Er verschluckt sich noch ein kleines bisschen beim Hochdrehen. Aber bevor ich jetzt da weiter am Vergaser rumdrehe, schaut mal aus. Bevor ich jetzt da weiter am Vergaser rumdrehe, würde ich ganz gerne mal ein Stück damit fahren. Das machen wir jetzt mal als nächstes. Nun ja, fahren tut er jedenfalls schon mal. Es ist definitiv nicht der schnellste Roller der Welt, aber er läuft. Und ist eigentlich auch schön und kräftig. Und von daher, das würde ich jetzt mal soweit als erfolgreich ansehen. Ob das jetzt wirklich der Vergaser war, ob jetzt meine Theorie stimmt, das sehen wir dann, wenn der Roller wieder ein paar Tage gestanden ist und wir nochmal probieren können, ihn wirklich kalt zu starten. Aber jetzt fahren wir mal zur Werkstatt zurück und gucken uns diese Kickstarter-Geschichte nochmal an. Mal sehen, woran das liegt. Ich habe jetzt in der Werkstatt zurück nochmal die Vergasereinstellung ganz kurz ein bisschen optimiert, weil ich glaube, jetzt nimmt das Gas besser an. Schauen wir, probieren wir es nochmal. So, das jetzt ist er sofort da. Nur ein ganz kleines bisschen Gas nur gibt. Was er immer noch hat, ist dieses leichte Verschlucken, wenn man ihn hochdrehen lässt. Da haben wir irgendwie noch so einen kleinen Punkt, wo es nicht ganz passt. Aber woran das liegt, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass es bei dem nicht wegzukriegen ist. Das müssen wir sehen. Grundsätzlich erfährt man wieder, wie gesagt, das lassen wir ein paar Tage stehen. Dann schauen wir, ob er anspringt. Aber was ich jetzt heute ganz gerne noch mal angucken würde, ist die Kickstarter-Geschichte. Weil das ist schon arg merkwürdig. Wollen wir mal schauen, was das ist. Ich habe jetzt mit dem Kickstarter mal ein bisschen rumgespielt. Und ich, wie gesagt, das ist der Mitnehmer, den wir schon neu gemacht haben. Und ich dachte eigentlich, das Problem ist, dass der nicht weit genug ausrückt. Und deswegen hatte ich jetzt hier mit, da kommt schon raus. So, hatte ich einfach hier Anlaufscheiben jetzt unterlegt, um den ein bisschen weiter vorzuschieben. Machen wir mal zum Probieren. Dass das im Betrieb nichts ist, das war mir klar. Also das hätte man, wenn es funktioniert hätte, nicht so lassen können. Aber mit den Anlaufscheiben, das hat doch nichts gebracht. Aber es hätte auch nur was bringen können, wenn wir hier irgendeinen Schaden hätten. Hier die Oberfläche ist aber in Ordnung. Und wenn man sich das jetzt mal genau anguckt, wenn man jetzt den Mitnehmer einbaut, na komm schon, und ich den jetzt auslöse. Also, hört mal genau hin. Die kann man ein bisschen anders hinstellen. So, jetzt schaut mal hin und hört genau hin. Der spurt aus. Und zwar, da sind hier
die Verzahnung von dem großen Ritzel, von dem Halbmondritzel, ist nicht mehr in Ordnung. Das müssen wir jetzt mal ausbauen und uns mal angucken. Das Licht hier ran, das Teil ist wohl, also sieht es zumindest gerade für mich so aus, dass dieses Teil hier unser Problem ist. Probieren wir es einfach mal aus. Jetzt schauen wir mal, da ist hier unter dem Sägering so ein Distanzstück. Seht ihr das? Das schaut irgendwie komisch aus. Entweder ist das kaputt oder einfach nur völlig deformiert. Oder jetzt schauen wir einfach mal. Jetzt machen wir mal den Sägering raus. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob es eine gute Idee ist, das Ritzel auszubauen, solange wir kein neues haben. Weil wie wir alle wissen, ist der Wiedereinbau dieser Ritzel eine absolute Strafarbeit. So, und jetzt hier mit der Kamera davor. Kommt so. So, jetzt hat er. Schauen wir mal. Gucken wir mal, ob wir das Ding runterkriegen hier. Das ist aber, ja, das ist eine Ausgeburt. Das ist irgendwas selber gebasteltes. Da hat schon mal jemand versucht zu optimieren. Jetzt probieren wir mal was. Jetzt tun wir das Ding mal weg. Weil das andere Ding, das ist meines Erachtens eine ausgebohrte Beilagscheibe. So. Genau, jetzt kommt nämlich der Halbmond einen Zacken weiter nach innen. Schauen wir mal. Ja, das sieht doch schon mal ganz anders aus. So, jetzt machen wir mal den Hebel plus die Schraube raus. Machen wir das Ding hier mal nur so provisorisch nur wieder drauf. Nur mal so zum Probieren. Das ist jetzt mal nur ein Test. Freigängig ist es. Stecken wir das Ding hier mal wieder ran. Na komm schon, geh rein. Schauen wir mal. Ja, das weiß sie. Nee, der ganze Mechanismus klemmt sich. Und dabei spurt das Teil hier aus. Und wenn man jetzt genau guckt, sieht man auch, dass hier, dass ihr das auch seht, ist gar nicht so einfach zu filmen, dass hier die Zähne von dem Halbmond deformiert sind. Jetzt wollen wir mal den Halbmond ausbauen. Das ist jetzt keine Arbeit, die ich gerne mache, aber manchmal geht es halt nicht anders. Den Hebel wieder runter. So, jetzt machen wir den Sägering weg. So, und jetzt vorher noch mal kurz gucken, die Feder, wie die reingehört, dass wir es noch mal gesehen haben, weil die Feder hier ist dann später unser Problem. Und gut, und jetzt ist die simpelste Lösung. Nehmen wir einen Gummihammer und bumm. Gut, jetzt so kann man es ordentlich ausprobieren. Ich habe jetzt das Teil hier mal ordentlich sauber gemacht und mal ohne die Feder in den Variodeckel gesteckt, einfach, dass wir mal probieren können. Und wenn man das jetzt hier zusammenbaut, wenn wir jetzt den Mitnehmer hier reintun. Und normalerweise müsste das ganz leicht laufen, aber hier so nach 2-3 Zähnen fängt das an, sich zu beißen. Da ist ein riesiger mechanischer Widerstand drin. Und der Grund dafür ist wahrscheinlich, wenn man sich das genau anguckt, ich weiß jetzt nicht, ob man es auf der Kamera richtig sieht, aber die Zähne sind unterschiedlich hoch. Die sind zum Teil völlig abgeschliffen. Das ist wahrscheinlich, war tatsächlich der alte Mitnehmer kaputt. Und das Schneckengetriebe ist hier drauf durchgerutscht und hat das zerstört. Oder es wurde einfach einmal zu oft auf den Kickstarter getreten, wenn der Motor schon gelaufen ist. Ich bin mir jetzt zu, ich sag mal 95% sicher, dass dieses Ding hier unser Problem mit dem Kickstarter ist. Das ist einfach hinüber. Das heißt, wir brauchen entweder einen kompletten Variodeckel, wo das alles dabei ist, oder aber dieses Teil hier. Also mal gucken, wie das bei den Kimcos genau ist, weil ich bin mir jetzt nicht absolut sicher, ob es das einzeln zu kaufen gibt. Wenn ja, was es kostet. Also das ist auf jeden Fall dann auch was, wo wir uns vertagen müssen. Nun gut, aber jetzt wissen wir mal wenigstens mit einer, ich sag mal, relativen Sicherheit, was los ist. Nun, jetzt schauen wir mal. Der Roller ist jetzt noch mal ein paar Tage gestanden. Jetzt probieren wir es einfach noch mal. Das Ladegerät von der Batterie wegmachen. Und jetzt probieren wir es mal. Also nichts weiter vorbereitet. Das ist jetzt wirklich ein kompletter Kaltstart. Es scheint, als hätte dieser Ersatzvergaser wirklich das Problem gelöst. Wunderbar. Das ist jetzt mal ein ganz harter Zeitsprung im Video und nur zur zeitlichen Orientierung. Es liegen jetzt zwischen den letzten Sequenzen und dem hier jetzt liegen die Weihnachtstage und bedingt dadurch ist der Super 8 jetzt hier so 2-2,5 Wochen gestanden. Und nun gut, jetzt schauen wir mal, wie erfolgreich unsere Reparatur war. Mal Zündung an. Gebt mal immer mal 2 Hübe für die Beschleunigerpumpe. Und er ist auch da. Das war also allem Anschein nach tatsächlich mit dem Vergaser
des Rätsels Lösung. Und auch wenn das jetzt noch nicht fertig ist, weil das mit dem Kickstarter ja noch nicht gemacht ist, das Video endet jetzt hier an dieser Stelle, denn wie es mit dem Fahrzeug weitergeht, das steht zu dem Zeitpunkt noch nicht fest. Ich meine, er ist grundsätzlich wieder benutzbar, denn er springt wieder zuverlässig an. Das passt eigentlich soweit. Sag mal, mit dem Kickstarter, ja gut, inwiefern man das macht, das weiß ich noch gar nicht. Das liegt auch nicht an mir. Das liegt am eigentlichen Besitzer von dem Fahrzeug, denn wie gesagt, der Roller gehört nicht mir. Das ist der Roller von einem lieben Nachbarn von mir. Ich hoffe, das war trotzdem interessant, das auch einfach mal gesehen zu haben, dass man ja auch solchen Geschichten eben mal auf die Spur kommt. Und ich wünsche euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!